Gracias, Darío. Lass mich die wenigstens noch nach Hause fahren. Das wird nicht funktionieren. Das funktioniert dann schon. Lass es uns einfach versuchen. Egal, was das für Konsequenzen hat. Doktor. Ich wollte nicht, dass das hier passiert. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte das nicht. Ich hatte nicht vor, mich in dich zu verlieben. Die Dinge haben sich geändert. Das ist Gift für uns. Nenn es ruhig Leidenschaft, Verlangen oder Fieber. Was immer du willst. Es kommt darauf an, was wir fühlen. Und das Gefühl ist doch da, oder nicht? Ich wollte mich wie eine Frau fühlen. Eine Frau mit Lust. Mit der Lust, etwas zu fühlen. Du hast mit einem 25-Jährigen rumgevögelt. Was mit deiner Familie ist, war dir absolut egal. Deine Karriere. Du hast nicht mal mehr einen Job, verdammt. Meine Liebe, ich liebe dich nicht wegen dir oder mir oder uns beiden. Ich liebe dich nicht, weil das Blut sich sehnt, dich zu lieben. Ich liebe dich, weil du nicht mir gehörst, weil du nicht bei mir bist. Ich wollte nur noch diesen Schmerz vergessen. Mich verlieben, heiraten, ein normales Leben führen, so wie du es auch machst. Und mit jemandem einschlafen und aufwachen. Unsere Beziehung ist toxisch. Fast wie eine Droge. Ja, für mich ist es eine Droge. Geh jetzt bitte. Ich war verletzt, weil du mich gebeten hast zu gehen. Das hast du noch nie getan. Ich will dich vergessen. Dich und alles, was mich verletzt hat. Ist es das, was Sie fühlen, Alma? Was sagt Ihnen Ihr Herz? Ich fühle mich einfach nur noch verloren. So wie bei einem Zaubertrick, bei dem man sich in einem Moment sicher fühlt und im nächsten Moment alles auf den Kopf gestellt wird. Mein Herz ist ein Vollidiot. Mich von dir loszureißen war das Schwerste in meinem verdammten Leben. Ich finde, so muss es nicht enden. Du solltest dich von mir fernhalten und vergessen, was war. Es gibt noch so viel, das ich dir sagen möchte. Aber das Wichtigste ist, dass du weißt, dass ich dich liebe. Vielleicht werde ich wieder die Frau, die ich war, bevor ich Dario kennengelernt habe. Die Anwältin, die alle bewundert haben. Die Frau, die alles unter Kontrolle hatte. Sie war noch die Herrin ihrer Gefühle, ihrer Entscheidungen, ihrer Freiheit.